Ich glaube, wir schlafwandeln gerade in eine Katastrophe hinein und merken es irgendwie gar nicht oder nehmen es nicht wirklich ernst. Warum brauchen wir oder warum haben wir in der jetzigen Situation noch Anti-Dumping-Zölle, obwohl die Düngemittelpreise immer noch hoch sind, teilweise in manchen Regionen in Europa noch sehr, sehr hoch sind? Warum gehen wir nicht voran, um uns unabhängiger zu machen von Düngemitteln? Ich meine insbesondere die bessere Verwendung von organischen Düngemitteln. Auch da stehen viele, viele im Endeffekt Genehmigungen seitens der Europäischen Kommission noch aus. Und deswegen muss im Bereich von Renewer aus meiner Sicht sehr schnell was passieren. Und im Bereich der Anti-Dumping-Zölle, im Bereich der Kompensation, insbesondere für die Bauern, die jetzt den Verwerfungen ausgesetzt sind. Ich glaube, das sind die ganz wichtigen, notwendigen Entscheidungen, die jetzt bald kommen müssen. Ich glaube, es ist keine Zeit der Bedenkenträger, sondern es ist definitiv eine Zeit gekommen, wo wir agieren müssen und nicht nur reagieren.